Grüß Gott, liebe Freunde. Bei unserem heutigen Impuls möchten wir das Kreuz, besser gesagt Franziskus und den Gekreuzigten in den Mittelpunkt stellen. Welche Bedeutung hatte der Gekreuzigte für Franziskus? Welche Bedeutung hatte Christus am Kreuz für die Spiritualität des heiligen Franziskus von Assisi? Und was kann diese franziskanische Kreuzspiritualität uns heute sagen? Im Begriff des Lebens des heiligen Franziskus war es, den Fußspuren des Gekreuzigten zu folgen. Er wollte ihm ähnlich werden. Er wollte ganz in den Fußspuren Jesu gehen und auch sein Leben nach der Botschaft des Gekreuzigten ausrichten. Jesus Christus am Kreuz hatte für Franziskus zentrale Bedeutung, denn für ihn war der Kreuzestod Jesu das größte Geschenk, das Gott dem Menschen geben kann. Gibt seinen eigenen Sohn für uns Menschen hin. Wie groß muss die Liebe Gottes zu uns Menschen sein, dass er dies tut? Dieses Geheimnis, diese Frage trieb Franziskus ein Leben lang um. Immer wieder versuchte er, sei es im karitativen Tun, sei es im Predigtdienst, sei es im Dienst des Gebetes der Kontemplation, diesem Geheimnis näher zu kommen. Und er kam diesem Geheimnis näher. Er war so von der Liebe des Gekreuzigten ergriffen und sein ganzes Leben hat er danach ausgerichtet, dass Franziskus selbst am Ende seines Lebens die Wundmale des Gekreuzigten an seinem Leib trug. Für uns kann dies Aufforderung sein, auch unser Leben in den Fußspuren des Gekreuzigten auszurichten. Unser Leben ganz nach der Botschaft Jesu Christi zu gestalten. Dies ist sicherlich auch manchmal ein harter Weg, ein Weg mit Höhen und Tiefen. Aber wenn wir den Fußspuren des Gekreuzigten folgen, dürfen wir fest darauf vertrauen, dass er, der Gekreuzigte, auch an unserer Seite ist. Wir folgen ihm nach, wir folgen seinem Kreuz und dürfen vertrauen, dass er, dass sein Kreuz uns auch trägt. Pace e bene.